mit voller Kraft los vor. Wert, doch gib Acht, unterliegst du, dann steh wieder auf. Hey Leute, willkommen da draußen auf YouTube, hier zum Live-Opening, wie ihr rechts sehen könnt. Der Chat läuft durch in Dragon Ball Z Dokkan Battle. Wie ihr seht, auch mit dem Dokkan Festival, was nur 100 Stunden da ist. Und da Jänner sind ja auch mit dabei. Hi. Sie hilft uns, Däumchen zu drücken und ja, bitte Diana, keine Vegetas. Ich habe ein Auge auf den Chat. So Leute, also, wir werden hier heute mal die ersten drei Summons sowieso machen, dann einen gratis und dann vielleicht noch weiter. Das müssen wir mal gucken. Das müssen wir erstmal gucken, Leute. Grüßt gerne noch eure Mama auf YouTube und ich würde sagen, wir starten doch direkt in den ersten Reihen, um uns schon mal direkt so ein bisschen vorzuenttäuschen, ne? Hey Rex, Grüße zurück aus Österreich. Alter, Luxemburg, auch nicht schlecht. Diana, bist du bereit? Chat, ja. Seid ihr bereit auch? Genki-Dama-Emotes, wenn ihr habt, haut sie gerne rein. Jeder, der hier kostenlos Twitch Prime abonniert hat oder halt normal abonniert hat, hat dieses Emote. Leute, wir brauchen Genki-Dama-Power auch hier in Dokkan Battle. Ne? Und Martini on the Rocks. Dankeschön für dein ganz normales Abo. Großen Dank. Aber Leute, jetzt soll ich hier so viel rumquatschen. Wir sind ja auch auf YouTube, ne? Und deswegen starten wir mal den ersten Summon, Diana. Ja. Was haben wir gelernt? Wenn die Helden zusammenpassen oder wenn keiner mit mir fliegt, ist, glaube ich, ein schlechtes Zeichen, ne? Die Teams müssen zusammenpassen. Da war aber kein Team. Aber wir haben hier Regenbogenschrift. Mhm. Mhm. Was sagst du dazu, Diana? Was sagst du zu Regenbogenschrift? Du weißt doch, dass ich alles verzögert sehe, aber wenn ich davon höre. Ich hab vergessen, den Bildschirm. Ah, das geht ja nicht. Das wäre zu viel Leistung dann. Bildschirm übertragen dazu noch, das wird, glaube ich, wieder nicht funktioniert. Ah, passt schon. Dankeschön für die 4 Bits. Auch Dankeschön. Auf jeden Fall, wir starten natürlich mit einem Rare, ne? Mit dem Krillin. Das war doch so klar. Weiter geht's. Mit einem Bojack. Er ist gar nicht so ein cooler Held. Ich mag ihn irgendwie. Weiter geht's. Mit Bujin, der auch zu Bojack gehört. Den feiere ich jetzt nicht so. Sehr schön. Einen Gohan nehme ich schon mal, ne? Einen Ultimate Gohan SS Rare. Ja, ich spreche das so aus und ja, ich werde das weiter aussprechen. Nehme ich auf jeden Fall. Ultimate Gohan, Diana, der sieht cool aus. Ich hoffe, du siehst den gleich. Der ist schon mal nice. Der ist schon mal nice. Gefällt mir sehr gut. Ich bin ja der größte Gohan-Fanboy. Hm? Ja, da freut sich das Rabbit-Herz. Ja, schon mal erster Gohan. Nehme ich. Und das war nicht unsere 100%ige SS Rare. Weiter geht's mit Kui. Haut mir auch nicht so. Noch ein Gohan, der irgendwie versucht, wieder relevant zu werden. Mit seinem grünen Trainingsanzug. Naja. Weiter geht's mit unserem Drachen hier. Wenigstens mal ein bisschen andere Helden als letztens. Oh, ein dreifacher Piccolo? Den haben wir noch nie gesehen. Warum sind da drei Piccolos drauf? Sieht auf jeden Fall cool aus, aber warum? Leute, haut mal in den Chat. Warum sind da drei Piccolos? Hä? Sieht auf jeden Fall cool aus. Und das war noch gar nicht unsere letzte. Die letzte ist, glaube ich, die jetzt. Und zwar Android 18. Mit ihrem, wunderschönen Kleidchen. Sie kann sich zu Paaren dazusetzen. Bisschen Mädchenkram machen lassen. Aber weg hier bitte. Dankeschön, denn wir wollen ja eigentlich die Jungs, ne? Wir wollen die Jungs. Diana, bist du doch da? Ja. Also, ja. Finde ich schon mal gut. Kann man nicht meckern, oder? Mit drei SS, oder? Ja, auf jeden Fall. Es geht auf jeden Fall gut, Leute. Das ist die Live-Opening-Power, ne? Das ist die Live-Opening-Power. Ja, oder sie wollen locken. Ja, sie wollen uns die Stones rausbaiten, ne? Jetzt wollte ich schon fast Zeitkristalle sagen, dann hätten mich wieder alle aufgehängt von Dokkan Battle. Leute, aber es muss weitergehen, ne? Es muss weitergehen. Drei SS wird leider keiner, der gut ist. Ja, trotzdem Gohan, ne? Trotzdem ein Gohan. Da kann ich nicht sagen, der ist scheiße. Es ist ein Gohan! Sag bitte nicht, dass Gohan. Nein. Ich mag Gohan. Und auch danke für den ganzen neuen Followers. Okay, wir haben einen Tenshin Han und einen Son Goten dabei. Die passen jetzt für mich nicht so zusammen. Ne? Ich hatte einen LR im dritten Multi. Ja, bin gespannt. Wir haben ja 4 Multis sowieso. Ne? 3-mal müssen wir normal ziehen, 1-mal kostenlos. Das haben wir sowieso. Und dann gucken wir mal. Ne? Beginnen mal mit einem C16. Immerhin sieht er gut aus. Ne? Im Gegensatz zu dem hier. Alter, das sieht so falsch aus. Wenn ich jetzt meine Finger da oben weiter noch hochstrecke, dann ist es wieder ab 18. Warum, Leute? Warum steht der so da? Eine Pose. Ja, aber Diana, guck, wenn ich da meinen Finger... Nein, weiter geht's. Piccolo. Du denkst, das Schwein.
Weiter geht's. Aber gut so. Du denkst so schweinisch, aber gut. Natürlich, doch, Dori, ja. Oh, ein Goten. Na, nehme ich schon mal. Noch ein Goten? Okay, zweimal der gleiche. Muss das sein? Nein. Drei. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dreimal in Folge die gleiche Esra zu ziehen? Hä? Hä? Das können wir jetzt ausrechnen. Das klingt nach Cheaten, ne? Das klingt nach Cheaten. Nach schlechten Cheaten. Drum. Nochmal Drache. Das ist Drachentag irgendwie, ne? Ah! Da hat einen Broly gezogen. Habe ich den überhaupt schon? Es sieht jetzt nicht auf den ersten Blick schon mal nicht stark aus, aber es ist ein Broly. Habe ich den schon? Ich bin mir gerade echt nicht sicher. Also, finde ich aber geil. So einen Broly sehe ich immer gerne. Hm. Aber ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, den habe ich sogar schon. Die Antwort ist hoch, weil es gefeatured ist. Hm. Was? Hm. Der Broly aber ist mega. Wirklich? Ist er wirklich mega, Leute? Jetzt könnt ihr es live in den Chat schreiben. Und die Leute auf YouTube sehen das, was ihr da reinschreibt. Ein Monster? Echt? Okay. Noch ein Broly. Ah, ich mag die Brolys. Mein anderer Broly ist ja auch ein sehr gern von mir gespielter Held. Ist ja auch in meinem Team drin. Dieser Broly, würde ich sagen. Finde ich auch mega, mega nice. Zweitbester im Game. Ich glaube, dieser Broly ist auf jeden Fall besser. Kann ich mir vorstellen. Auf jeden Fall, Leute. Nice. Hat sich auch schon wieder gelohnt. Ne? Er läuft doch, Leute. Es läuft doch. Dana, bist du bereit für Versuch Nummer 3? Natürlich. Ich hoffe, der Chat auch. Weiterhin die Genki-Dama-Power am Start. Los geht's. Zum Glück kostet es ja auch ein bisschen natürlich. Weniger hier zu ziehen. Hm? Auch natürlich. Oh, wir haben Boo und Mr. Satan am Rücken. Könnte gut sein. Ne? Sie passen zusammen. Exklusiv. Dankeschön. Seht ihr? Diana, ne? Das habe ich letztes Mal auch schon gesagt. Ja, aber wir waren noch nie live hier. Ne? Das ist somit das Einzigste, was ich auswendig weiß. Wir beginnen mit einer der schönsten Helden überhaupt. Ne? Zarbon. In seiner zweiten Form. Das ist ein Froschgesicht. Das ist einfach so ekelhaft. Weiter geht's mit der stärksten Kämpferin in komplett Dragon Ball. Chi-Chi. Die ist die einzige, die Gohan so richtig verhauen kann. Ein Zell. Leider alles nur S-Rare. Ein Vegeta ist S-Rare. Alter, ist das der Vegeta? Moment mal, ist das mein Vegeta? Gucken wir weiter, was inzwischen. Oh. Wir haben schon wieder eine Fusionskarte, Diana. Da haben wir letztens ja schon rumgerätselt. Ich liebe diese Fusionskarten. Das ist ja wirklich. Okay, geil. Ich kann mich schon gar nicht mehr erinnern, wie die erste Form aussah. Diana, guck dir den an. Wie geil ist der denn bitte? Alter, ich liebe diese Fusionskarten. Ich weiß nicht warum, aber ich liebe sie. Echt stark. Und noch ein Super Saiyan 3 Gotenks, den wir auch. Ne? In Dragon Ball Legends gezogen haben. Wir haben schon 3 S als Rare. Läuft. Mein Vegeta. Ach, sehr schön. Ein C19. Und. Immerhin ein Goku. Ist das ein neuer Goku? Nee. Nee, oder? Leute, zum Glück haben wir den Live-Chat, ne? Auf jeden Fall freue ich mich gerade den Arsch weg, da jetzt noch einen zu haben für meinen Blue Vegeta. Das ist schon mal mega geil. Ja. Das ist mein Leader, nämlich von meinem Team. Ist alt? Okay, danke schön. Mega nice. Aber diese Helden, die interessieren mich irgendwie am meisten, ne? Dragon Ball Fusions. Das ist die Fusion, wenn ich das richtig gelesen habe, aus Cooler und Freezer, ja? Krass. Ich finde den geil. Ich habe mich ja letztens ja schon drüber gewundert, über Fusionshelden. Physisch Super Saiyan 3 Gotenks ist auch sehr gut in Dokkan Battle. Dankeschön. Gut zu wissen, alles gut zu wissen. Leute, das ist Community Power. Das ist Community Power. Rabbit, der selten Dokkan Battle spielt, aber es trotzdem mag. Weil ihm die Zeit fehlt, ne? Und dann so geile Community Power hier. Das ist doch schön. Den Super Saiyajin 3 Gotenks spiele ich im Übrigen auch im Super Saiyajin 3 Team. Wundert mich gar nicht mit deinem Super Saiyajin 3 Bardock, ne? Ja, genau. Ja. Das ist auch. Ja. Und den haben wir. Kein Team zusammen, was stärker ist. Ich kriege kein Team zusammen, was stärker ist momentan mit meinen Karten. Aber den haben wir, glaube ich, den haben wir auf jeden Fall letztens auch gezogen. Und diesen Goku hier, was immerhin ein kleiner Schatten dabei ist.
Ja, ich habe auch schon gemerkt, die Fusionshelden sind nicht so krass, aber sie sehen gut aus, ne? Mir geht's ja auch ein bisschen um Optik, Leute. Ich bin ja so ein bisschen auch Sammler, ne? Egal, ob jetzt im Spiel oder im Real Life, ich finde das immer cool. Und jetzt, Leute, jetzt kostet das nächste Mal, ne? Das nächste jetzt. Kostet einfach nix. Das ist ein kostenloser 10er Summon Diner. Oh Gott, bin ich dafür bereit? Ich glaube nicht. Hau raus. Ich hab Angst. Ich hab Angst, Leute. Das ist auf jeden Fall mal der Gratis-Versuch. Ob wir danach noch einen machen, das gucken wir dann, ne? Bisher geile Puls. Bisher geile Puls. Broly freue ich mich. Vegeta freue ich mich. Puh, warte, ab geht's. Now loading. Na, jetzt kommt's. Ui. Es fliegt mit Trunks, Vegeta und Chaozu. Passt der Chaozu jetzt da rein? Ich weiß ja nicht so recht, ne? Puh, los geht's. Der Free Mult ist immer der Beste. Ey, ich bin mal gespannt. Ich glaube nicht. Ich bin gespannt. Ich glaube aber nicht. Ich glaube nicht, dass wir unsere bisherigen Puls jetzt mit dem Free übertreffen werden. Es beginnt schon mal schlecht mit einem Kui. Weiter geht's mit einem Gohan, der versucht zu trainieren. Ah, den Knuffel. Die kleine Pan. Ah, das freut mich. Leute, man muss eine Pan ziehen, damit das Opening ein Erfolg war. Ne? Das ist ganz klar, ne? Egal ob in Dokkan Battle oder Dragon Ball Legends, ne? Es muss ein Pan dabei sein. Guldo muss jetzt nicht unbedingt sein, den ziehe ich auch überall ständig. Und schon wieder Goten. Das vierte Mal, mindestens heute schon. Ah, nicht dein Ernst. Ich habe die gleiche Fusionskarte nochmal gezogen. Was? Nochmal cool am Freezer? Ich hätte schon gern ein bisschen mehr abwechseln bei der, ne? Aber weiter geht's. Mit C19, der seine Augen gerade Lasern schießt. Schon wieder dieser Goten! Wie geht das? Könnten wir das auch mal mit den Legend Rare machen? Der verfolgt mich da einer. Ne. Oder? Leute, das ist ein Zeichen, ne? Dass ich vielleicht, wenn ich ein Opening mache in Dragon Ball Legends, wenn das Update dann gekommen ist, dass wir dann vielleicht dort auch Goten ziehen, ne? Wer weiß? Vielleicht ist es so ein Teaser für uns, ne? Weiter geht's mit einer Lady. Und zwar, die gehört auch zu Bojack dazu. Und sagen ja. Und ein Vegeta. Diana. Warum? Weil tolles. Warum? Super Saiyan 2. Vegeta ist, glaube ich, jetzt die letzte Karte. Ich traue mich gar nicht drücken. Ja, ist die letzte. Diana hat uns einen Vegeta vorbeigebracht. Also der Saman, der war nicht geil, ne? Ich bin immer schuld an den Vegetas bei Rabbit. Immer. Vor deinem Livestream habe ich einen Legendary Goten gezogen. Zweimal? Oh Gott, Glückwunsch, Alter. Also Goten ist gefeatured. Ja, trotzdem nervt's, ne? Trotzdem nervt's. Leute, war ein kurzes, geiles Opening. Ne? Wir haben dreimal kostenpflichtig sozusagen gezogen mit den Stones, die ich aber free-to-play bekommen habe. Und einmal gratis. Ich find's geil, was dabei rausgekommen ist, Diana. Kann man nicht meckern, ne? Ich hab zum Beispiel einen weiteren Tube hier für meinen Super Saiyajin Blue Vegeta. Da freue ich am meisten drüber. Und ich habe einen neuen Broly gezogen, wie ihr gesehen habt. Auch ziemlich geil. Es hat sich einfach gelohnt. Aber wir haben im Chat dann einstimmig beschlossen, fast einstimmig beschlossen, wir sparen auf ein riesen fettes Opening im Juli für das vierte Jubiläum von Dokkan Battle of Global. Da wollen wir dann Legendary Vegeta und Legendary Goku ziehen. Ne? Beide. Egal wie viele Stones ich ausgeben muss. Ich will die beide haben auf meinem Hauptaccount hier. Ne? Vor allem, die kommen dann auch sofort ins Team rein. Da freue ich mich sehr drauf. Leute, wenn du das alles nicht verpassen willst, gerne ein Abo auf dem Kanal lassen. Gerne auch, wie ihr seht, hier ein Follow auf Twitch. Am Link in der Videobeschreibung. Es lohnt sich auf jeden Fall. Und noch sagen wollte, jetzt auf der Endcard die letzten Openings, was wir so gemacht haben. Ne? Auch auf der Endcard. Und glaube ich, gestern kommen auch ein Dokkan Battle Video. Es ist so viel am Kanal, Diana. Ja. Auf jeden Fall, Leute. Viel Spaß auf YouTube. Haut rein. Und ciao. Tschüssi. Macht's gut. Und Dianas Kanal ist auch in der Videobeschreibung. Fast vergessen. So, jetzt. Ciao.